Das Buch der Sprüche, das spricht ja nicht nur allgemein über Weisheit, es spricht auch viele Themen ganz konkret an. Zum Beispiel unseren Umgang mit Geld oder wie wir miteinander reden sollen. Spricht über Ehrlichkeit, über Lüge, unser Verhältnis zur Arbeit, über den Umgang mit Alkohol, über viele, viele Themen und es spricht auch über unseren Umgang mit Sexualität. Und um Letzteres geht es in Sprüche 5, in dem Kapitel, was wir heute Morgen auf dem Plan haben. Genau genommen geht es in diesem fünften Kapitel des Sprüchebuchs um sexuelle Verführungen. Und wie wir als Christen, die wir nach Gottes Weisheit leben wollen, wie wir damit umgehen sollen. Ich habe es überschrieben, wir haben es schon gehört eben in der Anmoderation. Ich habe es so überschrieben, süß und bitter. Vorsicht vor Verführung. Süß und bitter, Vorsicht vor Verführung. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt einen Satz gelesen, den ich sehr interessant fand. Da hat jemand geschrieben, ich glaube, das ist auch irgendwie nichts Neues, ich habe das wahrscheinlich schon öfter mal gelesen, vielleicht kennt ihr das auch, also da hat jemand geschrieben, Sex, Sexualität ist im Grunde wie Feuer. In der Feuerstelle, zum Beispiel in einem Kamin, am richtigen Ort, da tut es uns gut, da wärmt es uns, da ist es etwas sehr Positives. Aber außerhalb davon wird es zur Gefahr für Leib und Leben und kann uns sogar das Haus niederbrennen. Ich glaube, dass das ein ziemlich guter Vergleich ist. Ein Vergleich nämlich, der diese biblische Sicht auf Sexualität gut ja, so zusammenfasst. Denn nach biblischer Sicht ist Sex nicht einfach schlecht oder verwerflich oder schmutzig oder irgendwie schlecht. So eine ablehnende Haltung, die finden wir nicht in der Bibel. Das ist ein Vorurteil, was einfach nicht totzukriegen ist. Nein, Sexualität wird als eine gute Gabe Gottes gesehen, an der wir uns erfreuen dürfen und die wir genießen dürfen. Nur, was uns auch gesagt wird, ist, geh richtig damit um. Geh richtig damit um. Entfache dieses Feuer der Sexualität an dem Ort, wo es hingehört. Ne? Im Kamin halt, sozusagen. Wo es sicher ist, also die Bibel würde jetzt sagen, in der Ehe. Und sieh auch die Gefahr, was passiert, wenn du es am falschen Ort tust. Wenn du einfach das Feuer ja, mitten in deinem Wohnzimmer anzündest, dann wirst du dich echt schädigen. Unser Thema süß und bitter, Vorsicht vor Verführung. Und ich lese uns jetzt mal dieses Kapitel vor. Aus Sprüche 5 lese ich alle Verse. Mein Sohn, merke auf meine Weisheit, neige dein Ohr zu meiner Lehre, dass du behaltest guten Rat und dein Mund wisse, Erkenntnis zu bewahren. Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter als Öl. Hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße laufen zum Tode hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich. Dass du den Weg des Lebens nicht wahrnimmst, haltlos sind ihre Tritte und du merkst es nicht. So gehorchet mir nun, meine Söhne, und weicht nicht von der Rede meines Mundes. Lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses. Dass du nicht anderen gebest deine Kraft und deine Jahre einem Unbarmherzigen. Dass sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und, was du mühsam erworben, nicht komme in eines anderen Haus und müssest hernach seufzen, wenn dir Leib und Leben vergehen und sprechen, ach, wie konnte ich die Zucht hassen und wie konnte mein Herz die Warnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehrer und mein Ohr nicht kehrte zu denen, die mich lehrten. Ich wäre fast ganz ins Unglück gekommen vor allen Leuten und allem Volk. Trinke Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen? Sollen deine Quellen herausfließen auf die Straße und deine Wasserbäche auf die Gassen? Habe du sie allein und kein Fremder mit dir. Dein Born sei gesegnet und freue dich des Weibes deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihrer Anmut allezeit sättigen und ergötze dich alle Wege an ihrer Liebe.
mein Sohn? Warum willst du dich an der Fremden ergötzen und herzest eine andere? Denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn, und er hat Acht auf aller Menschen Gänge. Den Gottlosen werden seine Missetaten fangen, und er wird mit den Stricken seiner Sünde gebunden. Er wird sterben, weil er Zucht nicht wollte, und um seiner großen Torheit willen wird er hingerafft werden. Dieses Kapitel kann man so in drei große Teile einteilen. Wir haben hier die ersten sechs Verse, die sprechen so allgemein eigentlich von der Gefahr der Verführung. Es gibt da eine Gefahr, Achtung, pass auf, so. Dann Vers 7 bis 20, das ist dieser Hauptteil, auch ja, der große Teil sozusagen, da wird von der Verführung selbst gesprochen. Wie kommt sie eigentlich? Was sind ihre Folgen, wenn ich mich darauf einlasse? Und wie kann ich vielleicht auch vorbeugen? Und dann Vers 21 bis 23 am Schluss, da werden wir im Grunde aufgefordert, ja, zu einer eigenen Positionierung. Was machen wir jetzt damit? Wie wollen wir uns entscheiden? Dementsprechend unsere Predigt auch drei Teile, wie man das gerne so macht. Wir müssen über Verführung, erster Punkt, wir müssen über sexuelle Verführung reden. Man muss darüber reden. Man muss sich Gedanken machen. Zweitens, was wir über Verführung eigentlich wissen müssen. Und drittens, wir müssen eine Entscheidung treffen. Also wir fangen an mit dem ersten, wir müssen über Verführung reden. Wir müssen darüber sprechen. Wir müssen über sexuelle Verführung auch sprechen. Warum? Nun, ganz einfach, weil wir alle mit solchen Verführungen, solchen Versuchungen konfrontiert werden. Das ist so. Wir werden damit konfrontiert. Die Verführungen werden kommen. Und darum sagt der Weisheitslehrer hier ganz am Anfang dieses Kapitels: Mein Sohn, merke auf meine Weisheit. Neige dein Ohr zu meiner Lehre, dass du behaltest guten Rat und dein Mund wisse, Erkenntnis zu bewahren. Übrigens, vielleicht eine kleine Bemerkung hier so am Anfang der Predigt. Auch wenn hier der Text so geschrieben ist aus der Sicht eines Vaters, der mit seinem Sohn spricht und der als Vater seinem Sohn gute Ratschläge mitgeben möchte, also auch wenn dieser Text sozusagen aus Männersicht verfasst wurde, gilt das natürlich gleichermaßen auch umgekehrt. Es gilt auch für die Frauen. Das müssen wir immer auch so mitdenken. Es gilt für uns alle. Verführungen kommen und wir müssen alle damit rechnen. Also ganz egal, ob du Mann oder Frau bist, ob du jung bist oder alt, ob du verheiratet bist oder noch nicht verheiratet oder nicht mehr verheiratet, wir alle müssen mit Verführungen rechnen. Vielleicht sind sexuelle Verführungen auch nicht deine Hauptbaustelle. Das kann schon sein. Für manche ist es das vielleicht aber auch. Aber wir alle müssen grundsätzlich mit Verführungen dieser Art rechnen. Wir lesen schließlich im Neuen Testament in 1. Petrus 5, Vers 8: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlinge. Er sucht, wen er verschlinge. Er schleicht sich umher und er sucht sich die Opfer, die er verschlingen kann. Hier hilft nur eins: Seien wir realistisch. Seien wir hier ehrlich mit uns selbst. Rechnen wir mit Verführung, denn nur dann gibt es auch die Chance zu bestehen. Nur dann gibt es auch die Chance zu widerstehen. Was ist das Wesen der Verführung? Was ist das Tückische? Was ist das Gemeine an Verführung? Besonders auch an sexuellen Verführungen. Nun, wir lesen das hier. Die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter als Öl, hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, es ist ja offensichtlich, was hier durch diese Bildsprache so zum Ausdruck gebracht werden soll. Die Verführung, sie kommt als Honig daher. Die kommt wohlschmeckend daher. Sie kommt süß daher. Aber im Nachhinein erweist sie sich als bitter und als schädlich.
Und ich glaube, wahrscheinlich ist das etwas, was für Versuchung allgemein gilt. Ich glaube, es gilt eigentlich für alle Versuchungen in allen Bereichen. Das ist ja gerade das Wesen der Versuchung. Sie wirkt erst einmal anziehend, sonst wäre es ja keine Versuchung. Ne? Sie wirkt erst einmal anziehend, sie wirkt reizend, sie wirkt attraktiv auf uns. Das ist so bei Habgier, das ist so bei Stolz, bei übermäßigem Essen und Trinken und wo auch immer. Es wirkt erstmal, ja, anziehend. Aber im Besonderen gilt das auch für sexuelle Verführung. Was sich erst einmal so gut, was sich erst einmal so schön anfühlt, da sind ja auch Hormone im Spiel und so weiter, das wissen wir alles, das erweist sich im Nachhinein als bitter und ungenießbar. Wichtig ist also hier, dass wir uns nicht täuschen lassen. Was dir als Honig erscheint, was dir zuckersüß erscheint, das ist ja in Wahrheit gar kein Honig. Was dir zunächst attraktiv und lohnenswert erscheint, es stürzt sich in Wahrheit in tiefe Probleme und Nöte. Denn wenn es wirklich Honig wäre, wenn es wirklich echter Honig wäre, dann wäre es ja gut. Dann würde es auch hernach noch süß schmecken und nicht bitter schmecken. Honig ist Honig und Honig bleibt süß. Aber es ist kein Honig. Es erscheint uns nur so. Wäre es gut und hilfreich, würden sich nicht auf lange Sicht schmerzhafte Konsequenzen einstellen. Lassen wir uns also hier nicht täuschen, lassen wir uns hier nicht in die Irre führen. Vorsicht vor Verführung. Wir sollen durch solche sexuellen Verführungen auch hereingelegt werden. Die wahre Absicht wird verschleiert. Dass wir nämlich Wege gehen, dass wir uns ja zu Entscheidungen hinreißen lassen, dass wir Dinge tun, die uns und unser Leben schädigen und zerstören. Wir lassen uns darauf ein und schwupps, hat der Teufel schon zugeschnappt. Dieser brüllende Löwe, und er hat uns verschlungen. Also noch einmal, machen wir uns das klar. Ne? Es kommt nicht darauf an, wie sich etwas im Moment anfühlt. Es kommt darauf an, welche Auswirkungen es langfristig hat. Welche Auswirkungen hat es morgen, übermorgen, in einigen Jahren vielleicht. Eine Affäre zum Beispiel mag zunächst ungeheure Glücksgefühle auslösen. Tiefe Sehnsüchte werden vielleicht befriedigt. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an. Wir sind glücklich, wir fühlen uns geliebt, angenommen, endlich auf Händen getragen, was weiß ich. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist nicht, wie es sich im Moment anfühlt, ob es dann süß wie Honig schmeckt. Wichtig ist, was daraus wird. Und wie schnell geschieht das dann doch, dass eine Affäre zur Tragödie wird. Für einen selbst, für die ganze Familie. Darum hier diese heftige Warnung. In Vers 5 und 6 lesen wir das. Ihre Füße laufen zum Tode hinab. Ihre Schritte führen ins Totenreich. Dass du den Weg des Lebens nicht wahrnimmst, haltlos sind ihre Tritte und du merkst es nicht. Also darum müssen wir über Verführung reden, weil das die Konsequenzen sind von Verführungen, weil sie so tückisch daherkommt, weil sie täuschend daherkommt, weil wir alle mehr oder minder, da sind wir natürlich auch unterschiedlich, aber wir alle sind mehr oder minder auch gefährdet. Und vor allen Dingen, weil die Konsequenzen so massiv sind. Sexuellen Verführung nachzugeben, kann dein ganzes Leben kaputt machen. Ganz so wie das Feuer, das eben nicht im Kamin entfacht wird, sondern irgendwo auf dem Wohnzimmertisch, wie das dann ratzfatz so dein ganzes Haus niederbrennen kann. Darum gilt das. Wir müssen darüber reden. Darum spricht Gott auch zu uns ja über dieses Thema. Hier in Sprüche 5 beispielsweise, aber auch an anderen Stellen. Er spricht mit uns darüber, weil ja, er sich um uns sorgt und weil er möchte, dass wir hier nicht in die Irre laufen. Er will uns beschützen. Er will uns bewahren vor Irrwegen. Wir müssen deshalb darüber sprechen. Jetzt zweitens kommen wir zum Hauptteil sozusagen. Was müssen wir wissen über Verführung? Was ist wichtig zu wissen über Verführung? Es gibt eine gefährliche Illusion im Hinblick auf die Verführung, und vor dieser Illusion, da wird in Vers 8 gewarnt. Da lesen wir nämlich, lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres
Hauses. Also hier ist immer noch so gemeint, ja, die fremde Frau, aber wir könnten auch sagen, die Verführung insgesamt. Also es wird uns gesagt, halte dich fern von jeder Verführung. Lass dich nicht erst ein auf die Versuchung. Ja, nähere dich ihr nicht einmal. Warum wird uns das geraten? Warum hier größtmögliche Distanz wahren? Nun, es hat zu tun mit dieser Illusion. Mit dieser Illusion, dass wir die Versuchung, dass wir die Sünde kontrollieren könnten. Wir meinen manchmal, wir haben so dieses Gefühl, diesen Eindruck manchmal, ich kann mich doch schon auf den einen oder anderen Kompromiss einlassen. So vielleicht einen Schritt da mal hingehen. Das sieht ja ganz interessant aus. Sieht ja ganz nett aus. Ein schönes Gespräch, keine Ahnung. Ich tue es ja wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Ich kann so ein bisschen in Sünde vielleicht schwelgen. Und ich habe das ja auch im Griff. Ich habe das auch im Griff und rechtzeitig, wenn es wirklich kritisch wird, ja, dann würde ich natürlich auch gehen. Dann höre ich auf. Und außerdem, ganz ehrlich, es merkt doch eh keiner. Und wir beginnen dann mit der Sünde zu spielen. Bezogen auf unser Thema könnte man vielleicht sagen, ja, es ist nicht so schlimm, sich auf so ein nettes Gespräch einzulassen, wie wir das eben gehört haben, ne, in der Anmoderation. Man kann ja erst mal sprechen, ist ja auch nichts dabei. Oder es ist doch nicht so schlimm, sich vielleicht mal ein bisschen pornografisches Material reinzuziehen. Meint vielleicht jemand anders. Ist doch nicht so schlimm. Aber uns wird hier gesagt, lass deine Wege ferne von ihr, von dieser Versuchung, von dieser Sünde sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses. Lass dich nicht drauf ein. Ja, geh nicht einmal einen Schritt drauf zu. Wahre größtmögliche Distanz. Zieh eine klare Grenze. Denn mit Sünde spielen ist gefährlich. Nur mal zwei Gründe. Man könnte noch mehr nennen, aber mal zwei Gründe. Zum einen entfernt uns das von Gott. Es entfernt uns von Gott. Wenn wir beginnen, mit der Sünde zu liebäugeln, wenn wir mit ihr spielen und so denken, das ist ja nur eine Kleinigkeit, ist ja nichts dabei, dann verhärtet das auf Dauer unser Herz. Es verhärtet unser Herz auf Dauer. Wir sind dann auf einmal nicht mehr so ansprechbar. Wir sind nicht mehr so ansprechbar für Gottes Wort. Wir sind nicht mehr so sensibel für Gottes Führung durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Wir sind dann nicht mehr so länger so klar darauf ausgerichtet, was Gott eigentlich will mit unserem Leben, was ihm eigentlich wichtig ist in dieser Welt. Also unser Fokus, der verändert sich irgendwie. Der dreht sich irgendwie. Er verschiebt sich, langsam, aber sicher. Und mit der Zeit, da werden unsere Herzen hart und härter Gott gegenüber. Es beeinflusst, es beeinträchtigt dein geistliches Leben. Das wird so sein. Dein erster Grund. Und ein zweiter Grund, vieles, was im Verborgenen geschieht, das kommt früher oder später dennoch raus. Kommt dennoch raus. Und es hat dann auch bittere Konsequenzen. Und von diesen schlimmen Auswirkungen, wenn wir sexuellen Verführungen nachgeben, lesen wir in Vers 9 bis 11. Das wird hier sehr schön ausgeführt. Da lesen wir nämlich, dass du nicht anderen gebest deine Kraft und deine Jahre einem Unbarmherzigen, dass sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und was du mühsam erworben nicht kommen in eines anderen Haus und müsstest danach seufzen, wenn dir Leib und Leben vergehen. Also wir lesen hier davon, dass die Folgen sexueller Unmoral sein können, dass wir finanziell ausgesaugt werden. Dass unser Ruf, unser Ansehen darunter leidet. Unser Gewissen daran Schaden nimmt. Eifersucht, Verletzung, Einsamkeit, zerstörte Familien, emotional instabile Kinder, bittere Reue, unfassbares Leid, vieles, vieles mehr. Alles das können Folgen sein, wenn wir uns auf die zunächst so zuckersüß erscheinenden Versuchungen einlassen. Und viele Probleme, viele gesellschaftliche Probleme unserer Tage haben letztendlich auch hier ihre Ursache.
zerstörte Familien und so weiter in sexueller Unmoral. Die Kosten sind hoch. Die Kosten sind sehr, sehr hoch. Und der Teufel, der ist natürlich geschickt. Er zeigt uns natürlich nur den verlockenden Köder, ne? Den hält er uns hin, dass wir ihn sehen können. Den stellt er ins beste Licht, dass er noch schöner aussieht. Aber die Schlinge, mit der er uns fangen will, die verbirgt er vor uns. Mit Sünde spielen, das ist gefährlich. Lassen wir uns nicht erst darauf ein. Nein, hören wir hier den Rat der Schrift. Lass deine Wege ferne von ihr, von der Versuchung, von der Sünde. Nahe nicht zur Tür ihres Hauses. Geh gar nicht erst mal gucken. Mal zwei Schritte nach vorne, mal genau hinsehen. Nein, bleib ferne davon. Distanziere dich. Zieh eine klare Grenze. Hören wir mal weiter. Vers 12 bis 14. Ach, wie konnte ich die Zucht hassen, sagt hier jemand. Wie konnte mein Herz die Warnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehrer und mein Ohr nicht kehrte zu denen, die mich lehrten? Ich wäre fast ganz ins Unglück gekommen vor allen Leuten und allem Volk. Hier spricht jetzt jemand, der Grenzen bereits überschritten hat. Hier spricht jetzt jemand, der aber auch bereits einsichtig geworden ist. Hier spricht jemand, der ja jetzt zutiefst bereut, was er verkehrt gemacht hat. Hier ist jetzt jemand, so wie der verlorene Sohn, der erst schnurstracks in die falsche Richtung gelaufen ist, der vieles verkehrt gemacht hat und erst dann, als er ja tief drin sitzt in der Scheiße bei den Schweinen, der erst dann verstanden hat. So einer spricht hier. Vielleicht geht es dir auch so an dem einen oder anderen Punkt. Vielleicht geht es dir auch so bei diesem Thema, wenn wir über Verführung, über sexuelle Versuchung sprechen. Dass du so denkst oder in dir auch weißt, ja, ich bin da nicht immer den richtigen biblischen Weg gegangen. Ich bin da auch falsch gegangen. Ich bin zu weit gegangen vielleicht. Ich habe Gebote Gottes übertreten in diesem Bereich oder ich kämpfe damit, noch heute. Vielleicht empfindest du da auch Scham und Schuld angesichts deiner Vergangenheit, angesichts deiner Verfehlung. Dann darfst du wissen, und das ist auch ganz wichtig bei diesem schwierigen und persönlichen Thema, du darfst wissen, Jesus Christus, der Gekreuzigte, er ist der eine wahre Freund der Sünder. Er ist der eine wahre Freund der Sünder. Und Jesus Christus, der Gekreuzigte, ist auch der wahre Freund aller, ja, die sexuellen Verführung verfallen sind, die hier Schuld auf sich geladen haben und die wie der verlorene Sohn das dann irgendwann bemerken. Und wie der verlorene Sohn, so darfst auch du umkehren zu Gott und so wirst auch du erleben, dass Gott dich in die Arme schließt und dass er dich annimmt als sein Kind. Denk an dieses Bild aus diesem Gleichnis. Dieses Bild aus diesem Gleichnis, wie der Vater da an seinem Haus steht und wie er voller Sehnsucht immer in die Ferne guckt, wie er an den Horizont schaut und darauf wartet, dass der Sohn zurückkehrt. Und dann eines Tages tatsächlich, er erblickt ihn am Horizont. Das ist doch mein Sohn. Er kommt zurück. Und der Vater, der will gar nicht länger warten, sondern voller Freude und voller Enthusiasmus rennt er ihm entgegen und er fällt ihm um den Hals. So ist das bei Gott. Paulus schreibt an die Korinther. An die Korinther, eine Gemeinde, die eben gerade in diesem Thema gewisse Schwierigkeiten hat. Sagen wir mal ganz vorsichtig und zurückhaltend. Gerade bei diesem Thema der sexuellen Versuchung hatten die nun doch deutliche Schwierigkeiten. Und er schreibt an diese Gemeinde: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen.
Und er ist hier sehr klar. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer und oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und Paulus ist weiter klar und schreibt, und solche sind einige von euch gewesen. Aber, schreibt er weiter, aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und das darfst du auch wissen. Das sollst du auch wissen. Ganz egal, wie deine Vergangenheit ausgesehen hat, ganz egal, was du hier vielleicht an Schuld auf dich geladen haben magst, das gilt auch dir, wenn du zu Gott umkehrst und Jesus Christus vertraust. Du bist reingewaschen. Du bist geheiligt. Du bist gerecht geworden durch Jesus Christus. Wie wunderbar. Und doch ist mein Wunsch, es ist mein Wunsch für euch, es ist mein Wunsch für dich, dass es erst gar nicht so weit kommt. Denn von falschen Wegen umkehren ist gut, aber noch besser ist es ja, falsche Wege erst gar nicht zu beschreiten, also ne, für die Zukunft. Es kommt also darauf an, und darum geht es jetzt, mit unserer Sexualität richtig umzugehen. Das ist nämlich auch die beste Möglichkeit, sexuellen Verführungen vorzubeugen, denn Sexualität ist ja, habe ich schon gesagt am Anfang, es ist ja eine gute Gabe Gottes. Wir müssen sie nur richtig gebrauchen, sonst kommt es unweigerlich zu Schäden. Es ist so wie bei deinem Smartphone. Wenn du dein Smartphone nimmst, ich dachte, ich hätte jetzt meins in der Tasche, aber nee, liegt irgendwo. Wenn du dein Smartphone nimmst und du benutzt es, um einen Nagel so in die Wand zu schlagen, ne? Tack, 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 tack. Das kann man tun. Kann man tun. Aber es ist nicht besonders schlau. Es ist nicht besonders schlau, denn es ist nicht der Sinn des Smartphones. Es wird diesem tollen technischen Gerät, was ja so viel mehr kann als Nägel in die Wände zu schlagen, es wird diesem tollen technischen Gerät große Schäden zufügen. Wie also Sexualität gebrauchen? Auch um hier Verführung vorzubeugen. Hören wir nochmal auf Verse 15 bis 17. Da kommt jetzt wieder der Weisheitslehrer, da werden wir wieder belehrt, und da heißt es dann: Trinke Wasser aus deiner Zisterne, und was quillt aus deinem Brunnen? Sollen deine Quellen herausfließen auf die Straße und deine Wasserbäche auf die Gassen? Habe du sie allein und kein Fremder mit dir. Wir haben hier einen Vergleich, ne? Bildsprache, aber ich glaube, es wird eigentlich relativ gut auch deutlich. Die Metapher, die ja hier gebraucht wird, das ist die des Wassers, das den Durst stillt. Also ja, dieses Bedürfnis nach Sexualität, das soll gestillt werden. Das ist wichtig. Und beachten wir hier auch, was hier nicht gesagt wird. Es wird uns hier nicht gesagt, dass wir einen starken Willen brauchen. Wir werden hier auch nicht aufgefordert, dass wir jetzt fortan eiserne Disziplin und strikte Enthaltsamkeit walten lassen sollen. Uns wird hier nicht der Weg in die anhaltende Frustration gewiesen. Das alles wird uns hier nicht gesagt. Nein. Trinke Wasser aus deiner Zisterne und was quillt aus deinem Brunnen, habe du sie allein und kein Fremder mit dir. Gottes Weg, um sexuelle Bedürfnisse zu stillen und auch um Verführungen in diesem Bereich zu begegnen, ist Sex. Oder nochmal anders gesagt, Gottes Arznei, um sexuellen Versuchungen Herr zu werden, ist Sexualität in der lebenslangen Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Das zu leben, das ist jedenfalls Gottes Weg für die meisten von uns. Es gibt dann noch das Thema auch, was denn mit Menschen ist, die unverheiratet sind, die unverheiratet auch bleiben. Das ist so ein Thema, ja, noch einmal für sich. Das ja, kann ich jetzt hier heute nicht aufmachen. Was es auch heißt, dann in dieser Berufung zu leben. Da könnte man vielleicht mal 1. Korinther 7 so lesen, da steht da auch einiges zu drin. Aber das ist dieser grundsätzliche Weg, den Gott für die meisten Menschen doch vorsieht.
Darum schreibt Paulus auch das ist 1. Korinther 7, aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. 1. Korinther 7, Vers 2 bis 5. Ist sehr bemerkenswert, oder? Also, dieses Wort ist nicht übergeistlich, das ist auch nicht jetzt irgendwie so super fromm, sondern es ist doch irgendwie total lebensnah. Es ist total lebensnah. Also das Verlangen nach Sexualität, das Empfinden, sich nicht länger zurückhalten zu können, sind auch ein guter, ein biblisch völlig legitimer Grund, auch zu heiraten. Ist so. Natürlich, versteht mich nicht falsch, das sollte sicherlich nicht der einzige Grund sein, warum man heiraten möchte. Und dennoch, es ist ein guter, es ist ein legitimer Grund zu heiraten. So sagt es die Bibel. Denn Gott kennt uns doch. Er weiß doch auch, wie wir sind. Er weiß auch, was in uns vorgeht, wie wir ticken. Und es ist doch wunderbar zu sehen, wie gütig, wie menschlich und lebenspraktisch Gott hier auch mit uns umgeht. Er schickt uns eben nicht in diesen Weg jetzt in eine lebenslange Frustration, sondern er gibt uns das Geschenk der Ehe und sagt uns hier in seinem Wort, lebt in eurer Ehe diese Sexualität. Passt auch auf, dass das nicht zu wenig wird. Habt Freude daran. Das ist im Grunde genommen ein Gebot Gottes für alle Verheirateten. Und Sprüche 5 ist jetzt hier noch nicht zu Ende. Ne? Sprüche 5, das ist wirklich, ja, sehr interessant. Sprüche 5 setzt jetzt hier nochmal ein oben drauf. Setzt nochmal ein oben drauf, denn wir lesen hier in Vers 18 und 19 einen Segensspruch. Das eheliche Leben, und hier ist jetzt vor allen Dingen im Blick die gemeinsame Sexualität des Ehepaares. Sie wird unter Gottes Segen gestellt. Beachtlich. Wir lesen, dein Born sei gesegnet und freudig der Frau deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihrer Anmut allezeit sättigen und ergötze dich alle Wege an ihrer Liebe. Das ist immer interessant, dann auch so in biblischen, poetischen Texten, was da für Bilder sind und wie die Frau wird hier verglichen mit Gazellen und Rehen. Okay, das kommt aus einer anderen Zeit. Wir würden wahrscheinlich heute andere Begriffe wählen, aber das soll ja das so zum Ausdruck bringen, ne? Wie wichtig die Frau da dem Manne ist. Aber ich will diese Verse jetzt eigentlich nochmal lesen. Und zwar will ich sie nicht nach der Luther-Übersetzung lesen, die ich hier jetzt eben gelesen habe, die ich meistens lese, denn die ist an dieser Stelle eigentlich viel zu zurückhaltend. Sondern ich will mal nach der Elberfelder lesen. Die ist ja sehr wortgetreu, wie wir wissen, und die formuliert diese beiden Verse noch etwas anders. Da heißt es, Sprüche 5, Vers 18 und 19, deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und anmutige das Reh halt, ne? Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gämse, ihre Brüste sollen dich berauschen, jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Also wir merken, hier wird kein Blatt vor den Mund genommen, ne? Wir merken, dass diese Verse voller Erotik sind und dass es hier um Genuss geht. Es geht um Leidenschaft. Es geht um Freude. Das ist bei Luther alles so ein bisschen gedämpft, aber es steht da. Es steht da. Und es wird auch diese Dauerhaftigkeit und Regelmäßigkeit betont. Ne? Jederzeit, immer da. Jederzeit, immer da, nicht nur irgendwie punktuell. Also merken wir hier Gottes Sicht bei diesem Thema? Gott sagt nicht nur, naja, ihr braucht das halt irgendwie, Sexualität. Ja gut, dann macht eben irgendwie in der Ehe, damit das alles geordnet ist, wenn es denn unbedingt sein muss. Nein!
Gott stellt diese eheliche Sexualität unter seinen Segen. Er segnet das. Ist interessant, ne? Ist doch bemerkenswert. Besonders auch vor dem Hintergrund, dass, unterstreicht das eigentlich nochmal, besonders vor dem Hintergrund, dass doch Ehen zur damaligen Zeit, aus dem dieser Text stammt, dass sie doch zur damaligen Zeit meistens arrangiert wurden. Und dass es auch wichtig war, so aus sozioökonomischen Gründen einfach verheiratet zu sein. Es hatte auch noch so eine wirtschaftliche, soziale Komponente, die ganz wichtig war. Und dennoch ist es so, dass Gott hier im Grunde über Freude spricht, dass er Freude, Leidenschaft und Genuss in dieser gemeinsamen Sexualität, ja, was soll ich sagen, anordnet, uns aufträgt. Wie viel mehr sollten wir das nicht heute auch leben, die wir unsere Ehepartner frei und aufgrund tiefer persönlicher Zuneigung wählen. Und so schießt Vers 20 eigentlich ganz folgerichtig: Mein Sohn, warum willst du dich an der Fremden ergötzen und herzest eine andere? Ja, warum eigentlich? Da gibt es doch keinen vernünftigen Grund. Schmeißen wir das nicht weg, so wird uns hier gesagt. Setzen wir unsere Ehe nicht aufs Spiel für einen kurzen, süßen Moment, wenn wir versucht werden. Durch jemand anderen vielleicht, durch Pornografie, durch irgendwelche Gedanken, wie auch immer. Sondern pflegen wir diese Ehe, auch die gemeinsame Sexualität, denn das ist Gottes Weg, auch hier mit sexuellen Verführungen umzugehen. Und drittens, wir müssen eine Entscheidung treffen. Ich lese uns nochmal Vers 21 bis 23, den Schluss dieses Abschnittes. Denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn und er hat Acht auf aller Menschen Gänge. Den Gottlosen werden seine Missetaten fangen und er wird mit den Stricken seiner Sünde gebunden. Er wird sterben, weil er Zucht nicht wollte. Und um seiner großen Torheit willen wird er hingerafft werden. Wir sind hier vor einer Entscheidung gestellt. Es ist so, dass wir alle Sünder sind. Wir alle sind Sünder und das gilt auch für diesen Bereich, für diesen sexuellen Bereich. Auch hier, niemand ist perfekt. Niemand ist vollkommen. Auch hier geht es wahrscheinlich fast jedem so, dass er mehr oder minder vielleicht häufig mit diesen süßen und zugleich bitteren Verführungen zu tun hat und denen vielleicht auch mal auf den Leim geht. Offizielle Statistiken belegen das auch. Ich habe mal so ein bisschen nachgeschlagen, Internet recherchiert, 88% der Menschen, habe ich gelesen, sicher auch bekennende Christen, haben vorehelichen Geschlechtsverkehr. Mir scheint das noch fast ein bisschen wenig, also von den Prozenten, ich vermute es eher mehr. 43% aller Internetnutzer rufen pornografische Webseiten auf. Nach einer anderen Statistik sollen Männer im Durchschnitt sogar 70 Minuten pro Woche pornografisches Material im Internet konsumieren. Also die 0 Minuten und die anderen, ne, ergeben im Schnitt 70 Minuten. Keine Ahnung, ob das stimmt. Etwa 25% der Deutschen, auch da gibt es unterschiedliche Statistiken. Ich habe mal nur so den Querschnitt ungefähr genommen, 25% der Deutschen haben schon mindestens einmal ihren Partner betrogen. Und wahrscheinlich könnte man jetzt hier noch fortsetzen. Und hinzu kommt ja, dass wir von Jesus wissen, aus der Bergpredigt wissen, dass schon selbst der Gedanke, das, was hier im Kopf geschieht, schon der Gedanke an Unzucht, den sexuellen Verführungen nachzugeben, dass schon das eine Sünde darstellt. Also wie wir das Ganze jetzt auch drehen und wenden, so steht doch eins fest, wir brauchen hier eine massive Reinigung durch Jesus Christus. Wir müssen zu ihm gehen, zu Jesus, zu unserem Erlöser, der alle Sünden vergibt und der einen echten Neuanfang schenken kann. Gehen wir zu ihm, vertrauen wir seiner rettenden Gnade und lernen wir dann. Lernen wir von ihm. Lernen wir, wie wir Verführungen widerstehen, auch den süß daherkommenden sexuellen Verführungen. Und wachsen wir dann darin, wie wir mit Gottes Weisheit leben, wie wir mit Gottes Weisheit auch unsere Sexualität leben. Amen.